Wir sind Gerd und Julian und haben vor, von Tübingen bis nach Portugal, Porto zu trampen. Das Wichtigste ist, anzufangen, loszulegen, über die Schwelle zu gehen, die Tür hinter sich zuzuhauen und ab in die Welt zu gehen. Wir sind morgens aufgestanden um 12, hatten alles gepackt, sind losgezogen zur ersten Tankstelle und dann ging es erstmal nicht weiter. Bis wir die liebe Katrin getroffen haben, die uns jetzt mitgenommen hat auf unsere erste Fahrt. Die es tatsächlich überhaupt nicht geglaubt hat, dass wir bis nach Porto fahren wollen und hat uns auch gar nicht zugetraut. Ja, aber sie war nun mal der erste Lift. Irgendwann muss man ja auch anfangen. Ich glaube, das war auch noch mal mehr Ansporn, dass sie das nicht geglaubt hat, dass wir das jetzt durchziehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass uns wirklich eher Männer mitnehmen. Vor allem, da wir zwei große Männer sind, ist natürlich spielende Ängste mit. Zwei große fremde Männer im Auto ist schon ja nicht ohne. Tagesziel war, bis nach Freiburg auf jeden Fall zu kommen und nach Möglichkeit natürlich auch noch weiter, aber das Ende war offen. Ja, die Euphorie war groß. Wir sind jetzt aus Tübingen rausgekommen und ja, das große Abenteuer war vor uns. Tja, so leicht ging es dann doch nicht. Nämlich, was dann in Leonberg passierte, das war wirklich Katastrophe. Warum sie uns nur nach Leonberg gefahren hat, der Grund war, sie musste einfach nicht nach Portugal und deswegen hat sie uns in Leonberg, das war das Idealste für sie, sie ist dann weitergefahren in ihre Richtung und für uns war dann Stopp. Wir sind jetzt nicht weit gekommen in Leonberg, das ist natürlich nicht so toll, wir mussten aber irgendwie aus Tübingen raus. Jetzt sind wir ein bisschen ab von der Strecke. Es ist sehr spät schon, aber wir müssen langsam irgendwie los und weiter. Vielleicht haben wir irgendeine Chance und irgendeiner nimmt uns mit. Ja, nicht auf jeden Fall. Es war mitten in der Mittagshitze und sie hat uns direkt am Ortseingang rausgespissen und da war tatsächlich einfach mal gar nichts. Also kein Auto, kein Verkehr. Keine Menschenseele, vielleicht der ein oder andere LKW, aber insgesamt waren wir wie in einer Westernstadt. Es fehlte nur noch dieser Strohballen, der über die Straße fliegt. So, jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach einer Pappe, weil wir ein bisschen stecken bleiben. So ist das manchmal, so ist Trampen, falsche Ausfahrt genommen. Und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen nach Pappe oder was zu schreiben Ausschau halten. Edding haben wir ja, jetzt brauchen wir nur noch Pappe. Los geht's. Das Hauptproblem war, dass wir ja tatsächlich keinen Ansprechpartner hatten. Wir waren jetzt nicht an der Tankstelle oder so. Das heißt, was macht man in Situationen, wo man das nicht hat? Man nimmt sich eine Pappe und schreibt dort drauf, wo man gerne hin möchte und hält sie, falls jemand mal vorbeikommen sollte, an den Straßenrand. Sind an einen Scheißplatz, Leute. Keine Pappe in Sicht. Schauen wir mal hier in den Müll. Julian hat noch am Anfang gefragt, ja Gerd, sollen wir Pappen mitnehmen? Ich dachte, nee, das ist ja totaler Quatsch, sich irgendwie Pappmüll mit auf den Rücken zu spannen. Irgendwie mussten wir natürlich jetzt am Straßenrand auf uns aufmerksam machen. Also brauchten wir irgendwie eine Pappe, auf der man schreiben kann, wo wir hinwollen. Und da haben wir aber nichts gefunden, was irgendwie groß oder gut wäre. Und da mussten wir uns wirklich einfach aus dem Müll irgendwie einen Zettel, Papier, was auch immer schnappen, um irgendwie was schreiben zu können. In großen Buchstaben muss natürlich draufstehen, wohin möchte man, damit die Leute überhaupt
wissen, wohin geht's. Und das möglichst groß, weil so viel Zeit haben sie nicht, um zu entscheiden, nehme ich den jetzt mit oder nehme ich den jetzt nicht mit. Mal schauen, ob wir damit weiterkommen. Die Leute müssen ja in Sekundenschnelle entscheiden. Nehmen sie dich mit, finden sie dich vertrauenswürdig und haben sie gerade überhaupt Zeit dafür? Ja, es fühlt sich auch komisch an am Anfang. Guck den Leuten auch ins Gesicht. Versuch den Leuten ins Gesicht zu gucken, wenn sie vorbeifahren. Wir haben immer eine ziemlich lässige Art und Weise zwischen uns gehabt. Also Julian und ich haben uns wirklich sehr gut verstanden. Der einzige Unterschied war, dass ich immer ein bisschen Schiss hatte, dass das jetzt gleich alles abbricht und doch nicht klappen würde. Und musste Julian gegenüber immer sowas vorspielen, also dass es doch weitergeht und dass wir positiv denken müssen. Und so war er aber auch. Er hat andersrum auch immer frohen Mutes positive Sprüche rausgehauen. Wir sind dann natürlich zu unterschiedlichen Plätzen gegangen, denn wir merkten an den einen Platz, da geht es nicht weiter. Schauen wir mal, wohin uns der Wind treibt, und haben überlegt, wir müssen so nah wie möglich an die Autobahn ran. Man sagt ja, man muss zurück ins Fahrwasser und dementsprechend so nah wie möglich an dem nächsten Ziel oder dahin, wo die meisten Autos in unsere Richtung fahren. Wir standen Ewigkeiten jetzt an diesem Ort und direkt an der Autobahnauffahrt, und irgendwie machte das ja keinen Sinn. Wir waren direkt an der Autobahn und keins dieser Autos, die vorbeifuhr, hat uns mitgenommen. Und irgendwann kam dann ein Auto, das war so ein Typ Hausmeister, und der meinte zu uns: Leute, ihr steht falsch, die Autobahnauffahrt ist gesperrt. So, also wir Vollidioten. Hier war die Autobahn natürlich gesperrt. Kein Wunder. Und wir erstmal so, ey. Jetzt müssen wir den risikoreichen Weg an der Straße entlang bestreiten. Und 2 Kilometer. Aber 2 Kilometer ist echt eine Ecke, ne? Man hört ja immer im Autoradio, da sind Menschen auf der Straße. Ich habe mich früher jahrelang gefragt, wer sind diese bescheuerten Menschen, die da an der Straße gehen. Da waren wir die Menschen. Und es ist wirklich nicht ungefährlich. Nur nicht in Karlsruhe. Gut, okay. Also herzlichen Dank, ja. Dankeschön. Gutes Weiterkommen. Dann ist der nette Fahrer, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir komplett falsch stehen, ist nochmal zurückgekommen und hat uns freundlicherweise noch die restlichen Meter mitgenommen zur nächsten Tankstelle. Ja, wir sind gerade einen halben Kilometer getrampt mit jemand Nettes, der hier arbeitet, weil wir gerade am Straßenrand gegangen sind, und jetzt versuchen wir von dieser Tankstelle aus weiter zu trampen. Ich dachte da schon, dass wir ein bisschen weiter kommen, als wir eigentlich sind. Wir waren ja immer noch in Deutschland und gar nicht mal so weit weg von Tübingen. Ja, da war wirklich die Strecke plötzlich viel weiter noch als am Morgen. Wir waren froh, dass wir weggekommen sind, und gleichzeitig waren wir richtig fertig. Wir haben uns dann erstmal ein Stück weiter in den Rasen gesetzt, haben unsere Mittagspause gemacht und ja, haben dann auch ein bisschen geschlafen. Porto wurde auch ausgewählt, weil wir surfen gehen wollten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nie gemacht. Also ich weiß nicht, ich snowboarde schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, und da lag es schon irgendwie nahe, auch mal surfen zu gehen. Trampen ist was ganz Besonderes, denn du musst jedes Mal neu alles hinter dir lassen und all dein Ego und deine Gedanken zur Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft gucken,
und hoffnungsvoll sein, sonst kommt man tatsächlich nicht weit. Kurze Zeit später haben wir dann das große Glück gehabt, dass uns jemand mitgenommen hat. Und dann ging es auch direkt relativ weit und ja, wir waren überglücklich. Da haben uns dann zwei sehr nette Handwerker mitgenommen in Richtung Pforzheim. Unser nächster Halt war also in Pforzheim, eine Tankstelle mitten auf der Autobahn. Also besser konnte es nicht sein. Ganz viele parkende Autos, viele, die gerade selber eine Pause machten. Also viel Ansprechfleisch, wenn man so will. Das war dann auch in dem Moment ein gutes Gefühl, auch mal zu sitzen und das im Schatten. Und da haben wir, glaube ich, auch angefangen mit unserer Cola-Challenge, dass jeder Sieg oder jede neue Etappe, die wir geschafft haben, mit einer Cola gefeiert wird. So, wieder erwartend sind wir auf einem Rastplatz. Eigentlich zum ersten Mal. Jetzt suchen wir FR, weil wir wollen jetzt direkt nach Freiburg im Breisgau. Los geht's. Wenn man Ausschau hält nach dem nächsten Lift, guckt man sich natürlich die Autos an. Dabei spielt keinster Weise eine Rolle, ob jetzt das Auto schön ist oder neu ist oder hässlich ist oder gewaschen ist oder sauber ist, ist total egal. Man guckt nach den Nummernschildern, so heißen, wir haben schon da angefangen, nach einem französischen Nummernschild zu gucken, weil 50-50, der fährt nach Frankreich. Und dann noch zu gucken, wie voll ist dieses Auto gepackt. Bei einem Familienurlaubstrip hätten wir natürlich auch schwerer Platz gefunden im Auto. Also, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Freiburg. Waren jetzt wie lange auf der Raststätte in Pforzheim? Haben eine gute Pause gemacht. Ungefähr eine Stunde, würde ich mal schätzen. Genau, und wir sind bei Mischa und bei der Maike im Auto. Vielen herzlichen Dank erstmal, dass ihr uns mitnimmt. Gerne. Ihr seid schon mal selber getrampt. War das der Grund, warum ihr uns mitgenommen habt? Also, ich denke, dass es auf jeden Fall auch vielleicht mit reinspielt, dass wir selber schon getrampt sind, aber auch, weil wir einfach ein leeres Auto haben und ich das schade finde, dann Leute nicht mitzunehmen. Also ja, für mich spricht da nichts dagegen, egal wo, Leute mitzunehmen, weil ich mir das ja für mich auch wünschen würde. Ja. Was glaubst du, Micha, was ist das für eine Einstellung? Warum gehen Leute auf die Straße, gerade heute, wo es noch viel, also andere Möglichkeiten gibt, warum gehen Leute wie wir irgendwie über Raststätten zum Urlaubsziel? Also ich kenne es von mir, dass es eigentlich meistens war wegen dem Geld. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Form des Reisens, die nicht so langweilig ist, wie einfach in ICE zu steigen und dann ein paar Stunden damit rumzufahren und am Ziel zu sein. So, und jetzt noch die letzte Frage. Was schätzt ihr denn, wie lange wir brauchen, bis wir an unserem Ziel Porto sind? Was sagst du? Ich glaube, dass ihr noch 3 Tage braucht. 3 Tage? Mhm. Okay. Ich hatte auch irgendwas gesagt, so um die 2,5 Tage. Ja. Also, ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Viel Glück. Ja, leider haben uns die beiden dann tatsächlich nur nach Donaueschingen gebracht. Aber was heißt leider? Wir waren plötzlich relativ weit. Wir waren richtig froh, dass wir dann es tatsächlich soweit geschafft haben und haben dann schon fast überlegt, okay, jetzt pennen wir jetzt einfach hier irgendwo im Feld. Aber die Motivation war dann so groß, dass wir gesagt haben, weiter geht's, ab nach Freiburg, das schaffen wir doch jetzt noch. Es war sehr klar, dass es kein entspannter Urlaub werden würde. Ich meine, die Straße ist dann schon doch ein sehr hartes Pflaster und mehr als die Isomatte hatten wir auch nicht dabei zu polstern. Also es war sehr anstrengend, keine Frage, aber was es einem gibt, das gleicht es absolut aus. So, ja, jetzt sind wir in Donau-Esch. Wald, sonst was Gedöns. Donaueschingen heißt das hier. Und kurzes Stück bis nach Freiburg. Wir kommen
nicht so gut voran heute. Wir hatten viele Probleme, aber wir sind jetzt auf gutem Weg und wollen jetzt natürlich versuchen, schnell den letzten Meter zu machen, damit wir nach Freiburg kommen. Und hier kommt vielleicht sogar gleich unser Mitfahrer. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Und während ich diese Aufnahme mache, während ich gerade in die Kamera voller Freude sage, hey, wir haben es weiter geschafft, fuhr hinter mir ein Auto entlang. Und dieses Auto hielt auch noch. Und kurze Zeit später, nachdem wir gefragt haben, hatten wir unseren nächsten Lift. Check the mic and make sure it sound right, boys. Wir haben irgendwie so einen komischen Geruch in der Nase gehabt und wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, was ist das? Ist da irgendwie im Motorraum was ausgelaufen oder was auch immer? Es roch auf jeden Fall nicht angenehm. So ein bisschen wie in der Frittenbude. Und das Witzige war, als wir dann nachgefragt haben, sagte der Fahrer zu uns, ja, das Auto, wo ihr gerade mitfahrt, das fährt mit Frittenfett. Das war ein Oldtimer und das fuhr mit Pommesfett. Das fand ich super. It sound right, boys. Na, da hat er uns auch noch gesteckt, dass er gar nicht so legal auf der Straße ist mit dem Auto. Und dass er gesagt hat, er spart eher dafür, dass er mal eine Strafe zahlen wird, wenn er von der Polizei angehalten wird. Er hat uns auch noch folgendes Problem erzählt. Sollte er mal vielleicht zu schnell fahren oder geblitzt werden oder warum auch immer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei machen, hat er ein ziemliches Problem. Das Auto fährt wegen dem Frittenfett dann doch recht langsam und es dauert keine Minute, dann ist er eingeholt und hat Handschellen. Nach all den Strapazen, die wir da den ganzen Tag erlebt haben, das nicht mehr weiterkommen, das Hoch und Tief der Gefühle, war es eine unfassbare Erleichterung, dass wir endlich in Freiburg angekommen sind. Und das auch noch, bevor es überhaupt dunkel wurde. So heißen wir wussten, wir schaffen es irgendwo hier, was zu finden, zu schlafen und können echt noch den Abend da genießen. Wir sind dann in Freiburg angekommen und haben es tatsächlich geschafft, erster Tag direkt nach Freiburg. Unser Tagesziel war erreicht. Insgesamt natürlich nicht so viele Kilometer, aber mehr als wir uns am Anfang des Tages erhofft haben, nach dem Romborium. Also erstmal, Julian, sag mal, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in Freiburg. Exakt. Ist das zu fassen? Wir haben es bis nach Freiburg heute geschafft. Hundemüde, aber glücklich. Keine weite Strecke, aber wie gesagt, shit happens. Wir müssen ja weitergehen. Ja, und in Freiburg haben wir uns dann erstmal die Stadt angeguckt und es war so, ich weiß nicht, es war so ein interessantes Flair, weil du bist durch diese Stadt gegangen und wusstest, du hast gerade diese ganze Strecke von Tübingen bis nach Freiburg ohne Auto, also ohne eigenes Auto, ohne Geld, ohne Bahn oder sonst was gefahren. Und deswegen, es war ein ganz, ganz interessantes Freiheitsgefühl, was man da hatte. Mein Resümee des Tages war, dass wir zwar nicht weit gekommen sind, aber wir haben tatsächlich bewiesen, dass man trampen kann, dass man damit weiterkommen kann. Tübingen bis Freiburg ist jetzt nicht die lange Strecke, mit dem Auto vielleicht 3 Stunden insgesamt. Wir haben den ganzen Tag gebraucht, aber wir haben es geschafft. Wir sind relativ spät losgefahren, dann haben wir kurz stagniert in Leonberg und sind dann über Pforzheim bis nach Freiburg gekommen. Und am Ende haben wir uns den Döner schmecken lassen und viel Motivation für die nächste Etappe gesammelt. Der Döner hat natürlich formidable geschmeckt. Schwer aus einer Stadt rauszukommen. Ja, ich denke, dass wir relativ lange noch unterwegs sein werden heute. Wir haben schon eigentlich vor, bis in die Nacht hinein. Mal gucken, wie weit wir kommen. Der hat uns dann mitten an der Autobahn rausgelassen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war die 2. Folge. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Julian und Gerd auf Tramperreise. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut und stay tuned. Check out
bis zum nächsten Mal. Yo!